Wir sind zurück im Dorfbewohner-Wegdreh-Simulator namens Resident Evil. Ein Ort, der in seiner verstörenden und geisteskranken Art und Weise nur von den aktuellen Dönerpreisen überschattet wird. Ja, danke an mich selber, dass ich das hier ins Skript geschrieben habe. Jetzt darf ich für den Rest der Aufnahmesession Hunger schieben. Von dem kürzlichen Hausbesuch unseres Doktors erholt, treten wir wie der Babbo vom Herrn aus eben jenem Haus heraus und werden kurz darauf von einem winselnden Geräusch angelockt. Den armen Wuffel gefunden, sehen wir, dass er in eine Bärenfalle gelatscht ist. Da wir selber ja in letzter Zeit ordentlich Erfahrung in genau dieser Aktivität gemacht haben, ist Lian jetzt so etwas wie ein Bärenfallenexperte und befreit das arme Tierchen sogleich aus seiner schmerzhaften Gefangenschaft. Auch das angrenzende Tor wieder mit der Selbstsicherheit eines sein Territorium betretenen Hengstes geöffnet, stoßen wir erneut auf die City, dessen Bewohner uns ganz zu Beginn das Leben zur Hölle gemacht haben. Was spontan eine innerliche Vorfreude in mir auslöste. Oh no, nicht schon wieder so eine City. Ach nö. Beim Umhergelaufe testete ich noch die Funktionsfähigkeit einer weiteren Falle. Man muss ja schließlich up to date mit der Technik bleiben. Und gerade als ich sehr glücklich darüber war, dass hier Ruhe und Frieden herrschte, brach plötzlich die Hölle los und zack, ich war Lian umzingelt von einer Horde Wadenbeißern aus der Unterwelt. Sah dann aber alles etwas schlimmer aus, als es eigentlich war, und nachdem Lian der guten Dame hier eine Akupunktur-Rückenmassage verschrieben hatte, bekommen wir endlich die Gelegenheit, das eingekaufte Snipergewehr zu testen. Der ins Fadenkreuz genommene Kopf platzte freudig drauf los, genauso wie Lian kurz darauf in die gute Stube hier hinein. Wir entdecken noch diesen Schädel hier von beeindruckenden Ausmaßen, der stilsicher ein Tuch um die nicht mehr vorhandenen Augen trägt, sowie seitlich eine Art Mutation aufwies. Ja, das lässt ja hoffen auf die Begegnungen, die wir hier noch so haben werden. Angespannt wie jedes introvertierte Stück Fleisch bei einer Vorstellungsrunde, treten wir durch die nächste Tür und... Ich hab neue Ware auf Lager. Puh, nur ein Händler. Aufgestockt an Munition und Medizin gehen wir weiter und Lian stellt mal wieder seine gottesgleiche Auffassungsgabe unter Beweis. Eine Kirche. Dem entgeht auch nichts. Bei besagter Kirche angekommen, in welcher sich laut unseres Kenntnisstandes Ashley befinden soll, stellen wir fest, dass diese verschlossen ist und wir eine Art Siegel zum Öffnen benötigen. Kurz die Zentrale angefunkt und... Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Der Codename für Ashley ist Baby Eagle. Also da es sich hier um die Tochter des US-Präsidenten handelt, macht das schon irgendwie erstaunlich viel Sinn. Lass ich mal so durchgehen. Lians Drang, wieder mal die düstersten Löcher zu erforschen, lässt uns auf eine kleine, an einem Berg gelegene Siedlung stoßen, wo ich erstmal meinem Drang nachgehe, alles Explosive in die Luft zu jagen. Was die Meute an Einwohnern auf den Plan ruft und welche erstmal die Bekanntschaft mit der Gastfreundschaft meiner Schuhsohle machen. Lian war auf jeden Fall Feuer und Flamme für diese Begegnung, aber da er selber ja schon so ein heißer Feger ist, konnten die Flammen wieder aus der Gleichung gestrichen werden und gingen von alleine aus. Also passt auf, Matter, es könnte irgendwann euer Leben retten. Nach einer cleanen Parier-, Schuss- und Trittkombo lag auch der letzte therapiebedürftige Spacken am Boden. Lian zog weiter und bestaunte kurz darauf dieses Gigantos Maximus Cyclopos-Gerät. Ein kleiner Laut der Freude entwich bei dem Anblick dieses Teiles meinen Lungen. Und Lian stellte daraufhin direkt mal die falschen Fragen. Ich möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Nein, willst du... Nein, wollen wir nicht. Unser Date mit der Kreatur, die diesen Hammer zu schwingen vermag, wurde allerdings auf später verlegt und mir die Chance geboten, sich mal den Schießstand anzusehen. Hier können wir aus Spaß an der Freude mit unendlich Munition ein wenig drauf losschießen und erhalten für gute Leistung eine kleine Belohnung. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord der SS ins Gesicht. Heute präsentieren wir Ihnen ein episches Schießspektakel namens Piraten. Unser aller Held, Lian Scott Kennedy, ein unerschrockener Mann der Tat, ist bereits dabei, den unaufhörlich auftauchenden Meereswagabunden einen gebührenden Gefang zu bereiten. Doch Obacht! Die Matrosen in Weiß dürfen natürlich nicht ins Fadenkreuz geraten. Das gibt Punktabzug sowie Haue von Mutti. Doch Lian lässt sich von den Horden an Matrosen und Piratengesocks nicht einschüchtern, ballert zielsicher weiter drauf los und zugegebenermaßen geht auch mal einen Schuss daneben. Aber am wichtigsten ist natürlich, dass weiterhin kein in Weiß gekleideter Matrose getroffen wird. Am wichtigsten ist, dass er Spaß an der Sache hat. Diese Show gelangt nun aber zum Höhepunkt. Denn eine ganze Reihe an muschelbärtigen Freibeutern taucht auf einmal auf, doch da dies nicht das erste Rendezvous mit ihnen ist, wartet Lian so cool wie ich nach meiner 20-minütigen Exkursion der Kühltruhe im Supermarkt auf der Suche nach dieser einen Sorte Tiefkühlpizza, die mal wieder ausverkauft ist, auf den Dynamitträger in der Mitte, dessen Eliminierung uns eine Bonusrunde eröffnet. Die Lichter blinken, die Musik trällert fröhlich daher und überall tauchen Schatzkisten, auf die es abzuknallen gilt. Und nur ganz leicht überfordert von der durch die überall aufploppenden Scorezahlen bedingten erhöhten Endorphinproduktion meines Gehirnes, ballert Lian um sich und das war's. Rang S. Besser wird's nun wirklich nicht. Wir verbringen noch ein bisschen Zeit mit den unterschiedlichen Modi des Schießstandes, doch setzen unsere Reise letztendlich fort. Während sich Lian einen Überblick über den See und den dort stattfindenden Rückenschwimmunterricht machte, kräuselten sich mir spontan die Fußnägel beim Anblick des Tiefseemonsters. Doch mit dem Kerlchen werden wir später eine Runde spielen, denn zunächst wurde ein Funktionstest der Bodenplatten hier durchgeführt. Und was soll ich sagen?
mit Ach und Krach durchgefallen. Meine bauordnungsrechtlichen Testungen sind natürlich nicht unentdeckt geblieben. Und da ich sowieso schon der Liebling im neuen Sumpfdorf war, schob ich mich mit einem beherzten Granateneinsatz einfach mal noch ein wenig weiter in den Mittelpunkt. In dem Glauben, den Hammerschwinger damit ausgeschaltet zu haben, laufe ich mutig nach vorne, doch auf einmal kommt er aus dem Rauch heraus angeschwungen. Es fehlte da wirklich nicht mehr viel und ich wäre selber mal in den Geschmack der schwerkraftfreien Zone gekommen, in welche Lien die Dorfbewohner reihenweise befördert. Noch jemand eine Kugel ins Gesicht, hä? Sie sind heute kostenlos. Dieses Angebot ablehnend rammte mir ein irres Weib noch ihren Säbel in meine Lieblingsschulter, woraufhin ich ihr eine unkonventionelle Fußmassage im Gesicht verabreichte. Noch unangenehmer hat es aber diese Wankelgestalt hier getroffen, dem Lien, ja, Lien, nicht ich, das wollte ich hier nochmal ganz kurz festhalten, einige Kugeln Richtung Beutel der Männlichkeit feuerte, was ihn berechtigterweise in den Ruhestand vom Existieren schickte. Von dieser Brutalität quasi angezogen, wurde ich erneut von einem wilden Mob-Dorfbewohner angegriffen und gerade als Lien sagte, es nimmt kein Ende, nahm es ein Ende. Anschließend noch auf eine gefährliche Gurke am Boden eingestochen, entschärfte ich kurz darauf eine Sprengfalle, welche echt keine Gefahr darstellen, sind wir mal ehrlich. Zum einen sind die farblich durch das gelbe Tape kaum zu übersehen und zum anderen erzeugen die auch noch ein unüberhörbares Piepen, welches man kilometerweit entfernt hört und man muss schon wieder von dieser explosiven Begegnung erholt, springt mir sogleich ein weiterer Krachmacher in die Augen. Das fassungslos dastehende Teil betrachtete die drohenden Gestiken von mir, in dem Wissen, dass ich nicht so dämlich bin, eine Kugel für eine sinnlose Knallerei zu verschwenden. Immerhin ist Munition hier wirklich knapp. Manche würden jetzt eventuell sagen, ich bin zu nicht zu gebrauchen. Ich sage, dass ich immer noch als schlechtes Beispiel dienen kann. Richtig motiviert und voller Entschlossenheit kam noch jemand die Leiter hochgekrabbelt. Nur um dann meinem Messerchen namens bittere Realität ins Auge zu sehen. Wieder am See angekommen fing ich, keine Ahnung warum, um ehrlich zu sein, an auf die dort umherschwimmenden Fische zu schießen. Was dem Seemonsterchen wohl so gar nicht geschmeckt hat und mir kurz darauf sein monumentales Mundwerk präsentierte, um Lien wegzusnacken. Kann ich ihm aber nicht verübeln, Lien ist schon ein leckeres Schnittchen, sind wir mal ehrlich. Wir hüpfen aber nun rein ins Boot und tuckern drauf los, weil das Spiel einfach Bock auf einen anstehenden Bosskampf hat oder so, glaube ich. Und ich, keine Ahnung, ich finde die Szene hier voll witzig. Je öfter ich das sehe, desto besser wird das. Gut, wo waren wir? Ach ja, Bosskampf. Dieses Riesenechsen-Salamander-Fischdings machte sich nun vorstellig und ging mit uns eine Runde Gassi, doch letztendlich hatte es meinem unendlichen Harpunenvorrat nicht viel entgegenzusetzen. Gab noch einen Rückenklatscher zum Besten, nur um dann für immer unter der Wasseroberfläche zu verschwinden. Lien ist durch seine Infektion allerdings etwas fettig und beschließt an Ort und Stelle mal eine Runde zu pofen. Naja, lieber auf einem Schiff schlafen als im Schlaf schiffen, würde ich mal sagen. Nachdem ich meine philosophischen Gedanken kurz mit dem Livestream-Chat geteilt hatte, ist euch mal aufgefallen, dass Snoop Dogg eigentlich auch nur ein cooler Salamander ist? Habe ich richtig eklig Werbung für meinen eigenen Kanal gemacht. Oh. Hab ich gar nicht. Ja, scheiße, steht aber so im Skript. Na gut, dann muss ich das wohl übernehmen. Ich streame jeden Mittwoch um 18 Uhr auf YouTube. Da darfst du natürlich unglaublich gerne mal vorbeilinsen. Alle Videos und Streams werden auf meinem Discord-Server angekündigt, wo du mindestens genauso gerne mal reinschnuppern darfst. Und wenn du unbedingt willst, kannst du auf jenem Discord-Server von speziellen Vorteilen profitieren, sowie Vorabzugriff auf Videos erhalten mittels der Kanalmitgliedschaft. Am allermeisten würde ich mich aber über einen Kommentar von dir freuen. Ich bin nach wie vor süchtig nach dem Shit und sauge jedes geschriebene Wort nur so in mich auf. Genauso schamlos wie diese Eigenwerbung vergehe ich mich nun übrigens auch an den Fischen im See, da ihnen nun kein Riesengebiss mehr zur Hilfe eilen kann. Ha! Aha, ich bin frei! Wir betreten einen Raum der grenzenlosen Unannehmlichkeiten und das Highlight hier ist ganz klar die mechanische Verbiegemaschine, mit Hilfe welcher, der Mütze nach zu urteilen, einem Polizisten die Bedeutung und Notwendigkeit von den Übungen nochmal etwas näher gebracht wurde. Aber gut, es heißt ja auch nicht ohne Grund Gesetzesvollstrecker. Draußen war es, dank der eintretenden Dunkelheit, auch nicht viel geiler und nochmal kurz meinen Rüssel in jede Ecke gesteckt, ob es noch irgendwo nach Loot riecht, sehen wir in der Ferne diese Schattenspielchen. Doch die Begeisterung hierfür lässt mit dem Anblick des Schattenwerfers schnell wieder nach und mit einem Tatendrang versprühenden Grunzer seitens Liens entleere ich mein Magazin auf die von innen nach außen gestülpte Medusa-Attrappe. Was ist das hier? Leon, das ist eine Höhle. Ach ja, und wir sind hier auf der Suche nach dem Schlüssel für die Kirche, in welche man absolut nicht durch irgendein Fenster oder so reinkommt. Nee. Viel einfacher ist es doch, quer über den See in eine Höhle reinzuwandern, dann dort das Symbol der Kirche zu entdecken und dann zu versuchen, die richtigen Gegenstände aufzutreiben, die in diese Handflächen hier reinkommen, um dann eventuell, ja, Jans, eventuell den Kirchenschlüssel für seine Mühen zu bekommen. Kurz von der Nebenquest ein goldenes Ei zu suchen, sowie der damit einhergehenden und unausweichlichen Gesangseinlage von diesem Ziel abgelenkt. Was hat ein Huhn? Bock, bock. Was hat dein Huhn? Bock, bock. Was hat dein Huhn mit Dinosauriern zu tun? Bock, bock. Finden wir das Ei tatsächlich und begegnen dann noch Siegmund und Roy, die sich nach ihrem Verschwinde-Zaubertrick aus der letzten Folge nun wohl in einer Höhle zur Ruhe gesetzt haben. Doch für mich ließen sie die alten Zeiten nochmal aufleben.
Eine wirklich zeitlose Kunst. Bin immer wieder von der spontanen Existenzminimierung begeistert. Nicht so begeistert sind allerdings die anderen Höhlenbewohner, welchen die Ruhestörung nach 22 Uhr wohl ordentlich gegen den Strich ging. Haben wir dem den Kopf weggetreten? Oh, der wächst noch! Ich hatte noch ein kleines Standoff mit dem Axtwerfer hier, der wohl nicht so ganz verstanden hat, dass scharf zu werfen nicht mal annähernd so effektiv ist, wie scharf zu schießen. Lien erteilte ihm also eine Lektion, die er wohl so schnell nicht vergessen wird. Um eine Tür zu öffnen, hinter welcher sich eines der beiden Objekte befindet, die wir für diese Hände da benötigen, müssen wir das folgende Puzzle lösen. In unserer näheren Umgebung befinden sich drei dieser Graffitis hier. Die dazugehörigen Symbole auf diesem Kinderspielzeug hier gedrückt, geht nicht nur die Tür, sondern auch mein Mundwerk auf, welches die Freude, dieses simple Rätsel gelöst zu haben, nicht mehr für sich behalten kann. Behalten durfte ich darauf aber den Dämonenkopf und weiter ging's vorbei an diesem leidenschaftlich brennenden Gentleman. Unmittelbar danach stehen wir erneut vor einem dieser Bilder Reindrückrätsel. So gar kein Bock darauf, mich nach den dazugehörigen Graffitis umzusehen, versuche ich einfach mal mein Glück. Ich meine, die werden safe andere benutzen als vorher, oder? Das heißt, ich nehme jetzt mal den hier, dann nehme ich den hier und dann nehme ich noch die Wellen. Was? Nennt es Luck, nennt es Skill, nennt es wie ihr wollt. Wir erhalten auf jeden Fall den zweiten Kopf und dieses goldene Zitat. Aber, wie meine Oma schon sagte... Ja, komische Oma hat der Typ, aber eigentlich wollte er Folgendes sagen. Skill ist, wenn der Luck zur Gewohnheit wird. Und mit der nächsten Tat unterstreiche ich die weisen Worte der Oma nur nochmal. Denn für ein optionales Puzzle habe ich auf meiner Reise alle Teile eingesammelt, welche nun in die richtige Position gebracht werden müssen. Und mich schon seelisch darauf vorbereitet, hier einige Zeit festzukleben, mache ich mich frisch ans Werk. Leute, es tut mir leid, aber das kann ich nicht mit Gehirn angehen. Ich schwöre euch, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Als Belohnung erhalten wir diese goldene Götze, die ganz nebenbei so aussieht wie Cäsar, wenn er ein Schnabeltier gewesen wäre. Dann fix die Köpfe auf die Hände gelegt und nun finally halten wir das Kirchenschlüsselschloss-Öffnungsgerät in den Griffeln. Richtig gallig darauf, jetzt endlich Ashley zu befreien, kommen wir auf dem Rückweg der Kirche wieder an diesem Ort hier vorbei, wo wir vor gar nicht allzu langer Zeit ja diesen Riesenhammer erblickt haben. Und dieses Mal knallen die hölzernen Tore runter, sperren uns ein, das Feuerwehrmännchen gibt noch ein zum Besten, dann zerberstet dieses Tor, hinter welchem wir schon bei unserem letzten Besuch hier ein bedrohliches Grundherrscht hatten und heraustritt Gollum auf Steroiden. Eloquent wie eh und je schätze ich die Sachlage, in welcher wir uns nun befinden, aber schnell und zielsicher ein. Ach du Scheiße! In einem epischen Showdown stand ich Auge in Auge mit dem My Precious Powerhouse, der so aussieht, als wäre selbst sein Schatten dazu in der Lage, die Hantelbank zu drücken. Aber mit mehreren gezielten Schüssen konnte ich ihn wieder und wieder in die Knie zwingen, seinem Parasiten einige messerbestückte Backpfeifen verpassen, was der Muskelklops allerdings nicht so prickelnd findet und mich auf seine ganz eigene und liebenswerte Art und Weise fragt, ob ich denn einen Dachschaden habe. Mit einem Lebensbalken so leer wie Helvins Gehirn renne ich um mein Leben. Doch das Seinige musste ich wohl mindestens schon genauso gut bearbeitet haben, da ein weiterer Schrotschuss ihn zum Himmel greifen und dann zu Boden matschen lässt. Der Lebenswille hatte ihn verlassen. Genauso wie ich euch nun auch nach einer kurzen Erinnerung mir doch gerne einen Kommentar dazulassen, wie ihr den Schinken hier fandet und ob ihr eventuell noch mehr von Resident Evil sehen wollt. Wenn ihr solch bahnbrechendes Könner-Gameplay mal live erwischen wollt, könnt ihr das aktuell jeden Mittwoch um 18 Uhr hier auf YouTube. Alle Streams, Videos und weiteres wird auf meinem Discord angekündigt. Link in der Beschreibung. Gehabt euch wohl und bis dahin. Tüdelü.